Menschen, die geflüchtet sind, kommen ja nicht einfach aus Jux und Dollerei, sondern die haben immer einen Grund. Du musst schon härter sein. Und ich denke, Deutschland hat mich auch ein Stück härter gemacht. Nikki Bennett, der Podcast. Moin und herzlich willkommen bei meinem Podcast Nikki Bennett, live aus Hamburg-Ottensen, aus meinem schönen Büroloft, wie immer. Ich bin die Gründerin von Spielantox Therapy und mache hier keinen normalen Beauty-Podcast, sondern ich möchte bewegen und habe ganz viele inspirierende, spannende Persönlichkeiten hier an meinem Podcast-Tisch. Heute Emites Pohl, aka Emi. Sie ist eine super krasse, starke Frau. Ich bewundere sie. Sie ist Mutter, sie ist politisch engagiert, sie war Unternehmerin des Jahres. Ist eigentlich Flüchtlingskind, absolute Powerfrau, die hinter Deutschland steht. Ich finde, sie ist einfach echt krass und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Emi. Ja, hallo liebe Nikki, danke für die Einladung. Frisch aus dem ICE eben, du hast heute Abend einen Podiumsvortrag auch zu halten vor 200 Leuten, auch da Chapeau. Ich finde sowas ja mal ganz schlimm, mir geht ja immer die Pumpe, also kann ich gar nicht. Du bist zweifache Mama, du hast witzigerweise genau wie ich zur gleichen Zeit eine sehr große Werbeagentur gehabt, warst im Marketing aktiv, du warst Unternehmerin des Jahres, du hast viel erreicht. Ich beschäftige mich in meinem Podcast mit diversen Vorurteilen. Das ist so die Klammer. Und gerade berufstätige Mütter oder ich sag mal politisch aktive Frauen und auch, ich nenne sie ruhig Feministin, weil du kämpfst auch sehr stark für Frauenrechte, für benachteiligte Frauen, für sozial schwache Frauen. Da gibt es ja diverse Vorurteile und mit denen möchte ich heute mit dir gemeinsam einmal aufräumen in diesem Podcast. Du kannst auch frei Schnauze reden und raushauen, weil das mache ich auch immer. Bevor wir richtig starten, ich stelle jedem Gast 12 Fragen. Die fangen random an und dann werden sie ein bisschen tiefer. Und ich finde das einfach spannend. Und diese 12 Fragen, die möchte ich jetzt auch erstmal stellen. Na, da bin ich gespannt. Dann schieß mal los. Lieblingsessen? Cello Kebab ist ein persisches Gericht. Basmati-Reis mit Rosinen? Nee, das ist ohne Rosinen, aber es gibt auch eine Version mit Rosinen. Ja. Es gibt auch eine Version mit Beberitzen. Und das ist ein Basmati-Reis mit Lammfleischspieß. Das ist mein Lieblingsgericht. Habe ich noch nie gegessen, das hat sich so lecker an. Ja, dann sollten wir das mal machen. Ja, auf jeden Fall. Strand oder Berge? Strand. Mhm. Casual oder schick? Schick. Dein Kraftort? Im Büro. Workaholikerin. Aber wo sammelst du wirklich Kraft, wenn du echt nicht mehr kannst oder dich mal wieder aufladen musst? Wenn ich ehrlich bin, ich habe überhaupt gar keinen. Und ich kann ja nie abschalten, das ist ja mein Problem. Ich kann einfach nicht abschalten. Okay, ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen, bin direkt ins Büro gefahren, wo mein Mitarbeiter sagt, du bist ja nicht ganz dicht. Und ich sage, ach was, was Neues, ja. Das ist krass, aber hört sich nach dir an. Wichtigstes Lebensmotto? Ehrlich sein. Mhm. Ehrlich sein und für mich ist immer, geht nicht, gibt's nicht. Das war immer mein Lebensmotto. Ja, witzig, ist auch meins, geht nicht, gibt's nicht. Immer, war immer für meine Agenturzeiten sogar mein Slogan. Lustig, das ist auch meiner. Geht nicht, gibt's nicht. Wenn man, das muss ich jetzt sagen, wenn man bei uns die Rechner hochfährt, hier in der Firma Team, dann steht da, guten Morgen, wir sind ein Team und denkt dran, geht nicht, gibt's nicht. Siehste? Das steht auf jedem Rechner. Wie lustig. Das ist witzig, ehrlich. Wo würdest du gerne leben? Eigentlich in meiner Heimat, wo ich herkomme, Iran. Mhm. Und zweite Heimat ist ja Hamburg und hier bin ich groß geworden, aber du, überall, wo ich mich wohlfühle und wo ich einfach auch mich mal so fühlen kann, wie ich bin. Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Was war früher wirklich besser? Politisch oder? Generell so, kann auch ein Fernsehprogramm sein. Ich bin eine Handy-Junkie. Ich bin wirklich süchtig und manchmal wünsche ich mir, dass es wie früher so Fax und Telefone, wo man so diese Scheiben hatte, wo man schon wählen konnte. Das wünsche ich mir manchmal. So 80er Jahre, das war wieder eine Hamburger Zeit von mir. Ja. Und das waren einfach wunderschöne Zeiten. Das waren coole Zeiten, oder? Total. Das finde ich auch. Die vermisse ich lustigerweise auch. Schönste Musik und war einfach alles unbeschwert. Das stimmt. Und entschleunigter. Anders. Definitiv. Ja. War nicht so kompliziert wie heute. Ja, das stimmt. Was hast du an deinem 18. Geburtstag gemacht? Eine Gala-Party hier in Hamburg. Eine Abendgarderobe. Echt? Ja. Echt? Ja. Männer mussten in Smoking kommen und da waren halt so viele 18, die hatten kein Smoking, die Arme mussten. Scheuer sagt und deshalb schick. Und ich hatte ein Samtkleid, so ein langes Samtkleid angehabt. Cool. Also, ihr habt richtig krachen lassen? Richtig krachen lassen, ja. Das finde ich gut. Was würdest du tun, wenn du für einen einzigen Tag ein Mann wärst? Ich bin ein halber Mann.
da ich ja wirklich alle sagen, also mein Partner sagen immer, wir sind die Frauen und du bist der Mann an unserer Seite. Und das ist wirklich so. Ich bin eigentlich, ich hätte ein Mann werden sollen. So von meinen Charakterzügen, so wie ich drauf bin, ja. Ja, ich habe nur einen Frauenkörper, aber sonst bin ich wirklich, also ich habe schon viel Männliches. Emi, du bist witzig. Ich finde diese Fragen, die das jeder beantwortet, hier immer so ganz anders. Das finde ich total lustig. Ich hätte jetzt auch gedacht, ich will mal im Stehen pinkeln im Stau oder so. Aber nee, das kommt übrigens von den meisten, lustigerweise. Das mache ich auch als Frau. Wenn es sagt, muss man nicht das auch. Ich kann das nicht. Ich bin da gnadenlos. Ich kann das. Ich kann nicht in der Natur pinkeln. Es geht nicht. Egal, wie dringend ich muss. Und früher haben wir ja, ne, so 80er, Anfang 90er, die glorreichen Zeiten, da kein Handy, keine großen Partys, irgendwie schickimicki, sondern wir haben dann wirklich teilweise auf der Waldwiese gegrillt oder wir waren irgendwo in der Pampa und dann haben alle die Drinks mitgebracht, die Musik und so. Und da hat sich dann die halbe Schule getroffen. Und ich musste ja dann wirklich alle Stunde pinkeln. Ja, weil, ne, wenn du so Bier trinkst, früher war das ja so, ne, irgendwie, oder diesen billigen Sangria. Mhm. Ich schwöre dir, jedes Mal, wenn ich pinkeln musste, bin ich auf mein Mountainbike gestiegen, bin bis nach Hause gefahren, hab da gepinkelt, bin wieder zurück, war wieder nüchtern, musste von vorne anfangen, musste wieder mit dem Mountainbike nach Hause fahren. Ich schwöre dir, ich habe das locker die Nacht 15 Mal durchgezogen. Echt? Und all meine Freunde, du bist doch nicht mehr ganz klar im Kopf. Ich kann nicht. Also ich kenne das von Leuten, auch von mir, wenn man ein großes Geschäft machen muss, dann kann ich es nicht immer, aber klar, ist doch gar kein Problem. Von Vorurteilen über großes Geschäft. Nein, ich bin wirklich nach Hause. Ich bin wirklich? Nach Hause heute gefahren. Heute immer noch? Eisenhart. Ich kann es nicht, ja. Es geht nicht. Deswegen habe ich ja auch so Probleme mit Wandern. Wenn irgendwelche Leute sagen, oh, lass mal eine schöne Wanderung machen. Ich so, wo sind denn da die Toiletten? Ja, da gehst du in die Büsche. Ich so, da kann die mitkommen. Nein, das geht nicht. Also ich bin survivalmäßig bin ich nicht so gut aufgestellt. Wahnsinn. Ja, ist kein Witz. Ich bin wahrscheinlich auch der einzige Mensch, der in seinem ganzen Leben noch nicht ins Meer gepinkelt hat. Kann okay. Ich auch nicht. Okay, jetzt wollen wir nicht ins Detail gehen. Okay, nächste Frage. Leben ist morgen vorbei. Was würdest du bereuen, nicht getan zu haben? Oh Gott, diese Frage habe ich mir vor... Muss ich kurz eigentlich antworten oder soll ich ausholen? Nee, komm, hau raus. Eigentlich kurz, aber ich finde es spannend, also hau raus. Soll ich dir ehrlich sagen? Gar nichts. Ja. Weil, und genau das war der Grund, warum ich mit meinem alten Leben komplett abgeschlossen habe. Weil irgendwann bin ich aufgewacht und habe gesagt, ich habe gar keinen Wunsch. Und das hat mich ein bisschen erschrocken. Ja, erschrocken, ne? Ja, also ja. Ich muss ehrlich sagen, gibt's nicht. Nichts. Ja. Klar, das sind so manchmal Dinge, wo du sagst, hätte ich doch nicht, wäre ich mit derjenigen nicht befreundet gewesen, hätte ich das früher erkannt, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, ich habe es bereut, nein. Also ich habe festgestellt, aus den größten Krisen im Leben und wirklich, auf Deutsch gesagt, aus der größten Scheiße entsteht meistens, wenn man wieder aufsteht, etwas anderes, viel Besseres, genau. Großartigeres genau. Ja. Und etwas, was besser zu dir passt. Ich habe immer das Gefühl, dass das Schicksal oder wer auch immer oder Gott einen richtig durchrüttelt. Da sagt er so, jetzt mal Schluss hier, Mädchen, weil für dich ist ein anderer Plan da und ich habe was anderes für dich vorgesehen und es wird noch viel besser in der Zukunft. Und du musst erst mal auf die Nase knallen und durch ein tiefes Tal gehen, damit es hinterher viel, viel besser wird. Weißt du, was ich meine? Und aus den Erfahrungen lernt man mit der Zeit. Und ja. Ich finde auch, dass wenn eine Tür sich schließt, es ist wirklich was Wahres dran, dass eine andere Tür sich öffnet. Dran. Da ist wirklich was Wahres dran. Absolut. Ist auch so. Und man denkt dann immer, wenn du in der Krise steckst, ne, es ist so schrecklich, wieso muss mir das passieren? Genau. Aber hinterher bist du immer schlauer und du weißt ganz genau, deswegen ist es mir passiert, vielen Dank. Genau. Also ist meine Meinung. So. 100% würde ich das unterschreiben. Das war bei mir der Tod von meinem Vater. Ich habe gesagt, ich werde es nicht bestehen, das war 2017. Ja. Und da habe ich angefangen zu sehen, wo geht für mich die Reise hin? Ja. Ich wollte dann auf jeden Fall was anderes machen. Ja, es gibt da so Cuts im Leben, ne? Genau. Es gibt so Cuts im Leben, wo es genau. Wie so ein Hallo-Wach-Effekt, wo du einmal so eine reinkriegst genau. Und denkst so... Erfüllt dich das alles? Ja. Möchtest du so weitermachen? Nein? Ja, genau. Okay, in welche Richtung soll es gehen? Jetzt stehst du an einer Kreuzung, jetzt nach rechts oder links, entscheide dich. Ja. Und nee, genau da. So war es auch bei mir. Elfte Frage, Emi, was ist dein Top-Beauty-Tipp? Möglichst natürlich sein. Einfach natürlich sein. Hm? Nicht kein OPs, kein Hyalurons, kein gar nichts. Vielleicht mal ein bisschen Botox ab gewisser Alter, aber nicht mit 20.
Nee, das finde ich auch ganz schlimm. Furchtbar. Ich weiß ja nicht, was los ist mit denen. Furchtbar. Das sieht ja auch diese so schrecklich operierte aus, ne? Oder diese dicke Lippen und diese furchtbar. So die haben ja alle Filler hier schon hier drinnen, ne? Die 20-Jährigen. Das ist ganz schrecklich. Also ich denke, wenn ich neben denen aufwachen würde als Mann, würde ich mich doch erschrecken. Es ist aber so. Vor allen Dingen die ganzen jungen Mäuse, die wissen nicht, wie sie in 20, 30 Jahren aussehen. Das ist es. Und dass keiner ihnen auch sagt, ne? Also ich meine... Ich glaube, dass wir in 15 bis 20 Jahren unglaublich unattraktive, entstellte Frauen auf den Straßen haben, weil sie jetzt alle mit 18, 20, genau. 25 schon Spritzen und Filler nutzen etc. Ja, aber da sind halt unsere sozialen Medien schuld. Ja, ja, das ist ja das Problem. Das Thema 80er Jahre, das gab es gar nicht. Weltbild. Das ist ein ganz anderes Bild, ja. Ja, das stimmt. Da sind wir uns auch schon wieder einig. Mensch, Emi. 12. Frage, bist du glücklich oder nur zufrieden? Ich bin sehr glücklich. Ich bin angekommen. Echt? Ja. Das ist cool. Zufrieden und angekommen. Echt? Mhm. Ja, all meine Gäste können das sagen. Ey, da bin ich das die Einzige, toll. Die Einzige. Du noch Suchende. Nicht? Nee, ich habe mein Ei noch nicht gelegt. Ah, oh, okay. Nee. Ach komm, du bist ja noch jung, hast ja noch Zeit. Kommt ja, noch. Ich bin noch jung, ja, mein Kind ist 25. Ja, ist egal. Du bist witzig. Oh, bitte, hallo. Alter ist nur eine Zahl. Ja, das stimmt. Nee, aber ich habe mein Ei echt noch nicht gelegt. Und ich finde das spannend, dass Ach komm, du bist doch glücklich mit Gäste, deinem Unternehmen, oder nicht? Ich bin zufrieden. Erfüllt dich doch. Nee, ich bin zufrieden. Okay, was würde dich glücklich machen? Malen und singen und Landwirtschaft. Dann mach es. Dann mach es. Ja, und du wirst lachen. Ich habe mir hier von meinen lieben Jungs, die für mich arbeiten, jetzt hier in der Firma ein Malatelier wieder einrichten lassen. Weil der Witz ist ja, ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Mhm. Ich habe ja damals eine klassische Gesangsausbildung gemacht. Mhm. Ich wollte eigentlich Modedesign studieren und hatte schon an einer sehr renommierten Modedesignschule einen Platz. Also ich konnte wirklich richtig gut malen und zeichnen und alles. Und dann bin ich ja schwanger geworden. Ich bin ja sehr früh schwanger geworden. Das war nicht geplant. Welchem Alter? Ich, 20. Mhm. War super. Ja. So jung Mutter, okay. Ja, das war schrecklich. Wahnsinn. Und dann dachte ich mir so, Heide Witzka, also so als brotlose Kunst, Modedesign oder Modedesign studieren, mit einem Baby ins Ausland gehen, Praktika Tag und Nacht arbeiten, das funktioniert nicht. Also muss ich irgendwie umswitchen. Und dann bin ich ja genau wie du quasi dann in der Werbung gelandet. Das haben wir ja beide gemacht. Wie arm. Ja. Okay, und das war ja nicht besser als Modedesign, das war ja noch schlimmer. Also ich hatte ja dann auch 80 bis 120 Stunden Wochen, dann die Kinder. Ich meine, hast du das gleiche in Grün durchlebt. Ich habe das Ganze ja noch alleinerziehend durchgezogen. Boah, du warst Hut ja verheiratet. Ab. Ne? Hut ab. Ja, das war... Also da muss ich mich echt beugen vor dir. Das ist, da habe ich echt Respekt davor. Ja, das war richtig tough shit. Wahnsinn. Wir sind ja beim Thema Vorurteile. Also wir sind ja beide jetzt, weil wir uns so gut verstehen und du ja genauso viel reden kannst wie ich, sind wir hier bei den Fragen schon ein bisschen... ausschweifender geworden. Bei dir wäre das so ein klassisches Vorurteil. Du wirkst sehr tough und bist ja auch tough. Ich meine, es ist ja jetzt unbestritten, dass du natürlich auch eine wahnsinnig weiche Seite hast und ich als Mutter und Unternehmerin verstehe das und sehe dich auch. Aber die Menschen da draußen, die sehen das wahrscheinlich nicht. Die denken, boah, ist das für eine harte Sau, ne? Und so voll die harte Feministin und was weiß ich nicht. Das mag ich eigentlich. Das ist ja wahrscheinlich so ein Vorurteil, ne? Und dann kommst du hier schon mal angeschossen mit deiner heißen Figur, schön geschminkt, schöne Haare, bist total weiblich, siehst gut aus, ich finde dich total herzlich. Und putzig. Und ich denke aber, viele andere sehen dich nicht so. Die sehen da eher die hart kämpfende Feministin und politisch sehr, sehr engagierte Frau. Könnte ich mir das vorstellen. Das Kompliment gebe ich zurück. Ich finde dich auch total nett und herzlich, wirklich sehr herzlich. Und ich freue mich auch, dich endlich auch mal persönlich kennenzulernen. Ja, wir zwei ja auch immer so die WhatsApp-Gruppe. Wir haben ja wirklich, das ist wie so ein Blind Date heute für mich gewesen. Ich sage immer wieder, ich bin eine Deutsche mit Migrationsvordergrund. Und das zu Vorurteile, ja, Vorurteile als Frau mit Migrationsgeschichte ist erstmal in Deutschland zu schaffen. Du musst hart sein, du musst knallhart sein, du musst wirklich den Ellenbogen rausholen, Haare auf die Zähne haben und dann durch. Wenn du mit 13 Jahren nach Deutschland kommst, ohne Sprachkenntnisse und natürlich wirst du anders angeschaut, was will sie jetzt hier und wieso spricht sie unsere Sprache nicht und du musst dich immer wieder beweisen, immer wieder beweisen. Und ich sage immer wieder, dass Menschen, die geflüchtet sind, kommen ja nicht einfach aus Jux und Dollerei, sondern die haben immer einen Grund. Es gibt welche, die natürlich aus wirtschaftlichen Gründen kommen, von dieser Gruppe möchten wir nicht sprechen, weil wir auch gar nicht heute politisch werden wollen, weil da kann ich richtig ausholen. Oh ja, ich auch. Aber im Grunde genommen, du musst schon härter sein. Und ich denke, Deutschland hat mich auch ein Stück härter gemacht. Ja?
durch meine Geschichte natürlich, meine Lebensgeschichte, die ich hatte, alleine mit 13 Jahren in Hamburg. Damals gab es eine Ausländerschule, wo wir nur nicht mal durchgesprochen. Wo hast du denn gewohnt damals? Eimsbüttel. Und mit deinen Eltern? Nee, ohne meine Eltern lebten im Iran. Ich bin alleine ohne meine Eltern. Das finde ich ja saukrass, aber alleine. Bei wem hast du dann gelebt? Alleine. Ganz ich hatte alleine. Meine eigene Wohnung mit 13. Ich war die coolste. Alter Schwede. Da hast du wahrscheinlich auch oft Besuch gehabt von deinen Mitschülern. Definitiv. Und wenn die mal Ausreden haben, wollte ich wohl schlafen bei Emitis. Ja, ich habe in Sternschanze gewohnt. Da hatte ich meine eigenen Weidenalle. Da hatte ich meine eigene Wohnung. Ja. Du wirst halt natürlich durch deine Lebensgeschichte schon ein Stück härter. Und ich war auch ein Kriegskind. Das heißt, ich habe auch Leichen im Iran gesehen. Ich habe Blut gesehen. Und du rennst auch um dein Leben. Ich hatte ja zum Beispiel meine frühere beste Freundin, ist Perserin und die sind aber rübergekommen als Flüchtlinge, als der Schah gestürzt wurde. Okay. Das heißt, die hat das nicht mehr mitbekommen, aber du bist ja später gekommen, weil ihr seid ungefähr ein Alter. Ich kam das mit 13. Heißt, du hast das alles noch mitgekriegt? Ich habe schon mit 7 Jahren den Krieg erlebt. Das heißt, ich kam zur Schule, dann waren die Schulkameraden nicht mehr da. Und du erlebst schon harte Geschichten, hast du in deinem Leben erlebt, obwohl ich eine wunderschöne Kindheit hatte als ein verwöhntes Einzelkind, muss ich auch mal wieder sagen. Ich sage immer wieder, meine Eltern haben mich nach Deutschland geschickt als Einzelkind. Das war für sie natürlich enorm schwer. Ja, ja, klar. Ein verwöhntes Einzelkind ins Ausland zu schicken, alleine auf eine Reise, muss ja einen Grund gehabt haben. Und das war halt der Grund, im Iran als Mädchen, im Krieg, was soll aus ihr werden? Und ich habe halt meinem Papa ein Versprechen abgegeben, aus mir wird was. Und mein Vater hat gesagt, ich werde dein Leben finanzieren, aber unter einer Bedingung, wenn du zurückkommen willst, dann kannst du gerne machen, was du willst. Aber wenn nicht, wenn du in Deutschland weiterleben möchtest, dann soll aus dir was werden. Und das hatte ich immer im Hinterkopf, okay, aus dir muss was werden, sonst musst du zurückgehen und ein Kopftuch tragen. Und da wirst du schon härter. Und es war eine witzige Geschichte, ich war bei Maischberger eine Sendung, das war zum Thema Angst, weil ich sagte, ich habe 2 Töchter in Deutschland und mittlerweile habe ich Angst. Als ich nach Deutschland kam, konnte ich alleine als Mädchen durch die Straßen gehen, hatte überhaupt gar keine Angst. Heute habe ich meine beiden Töchtern ein Pfefferspray in der Hand gedrückt. Darfst du auch Angst haben, das ist und bei uns genauso. Hol sie ab und dann gab es viele Leserbriefe, naja, die Frau Pohl, man kriegt ja eher Angst, wenn man sie dabei immer zuschaut. Und hier kriegt man ja Angst. Klar, ich komme sehr hart rüber, auch wenn ich im Iran bin teilweise, sagen sie mir, boah, mit wem haben Sie denn Krieg? Bitte, können Sie anders sprechen? Ich glaube, das ist auch die deutsche Sprache. Ja, das die ist halt, generell das ist ja auch sehr hart. Blumig, so. Ja. Ne? Deshalb komme ich auch dann hart rüber, auch von meinen Ausstrahlungen vielleicht, ich weiß nicht. Also viele kriegen mal Angst vor mir, aber ich bin wirklich ich auch so. Ich mache Angst vor mir. Aber ich musste natürlich auch als Unternehmerin mich beweisen, nicht nur als 13-Jährige, sondern als Unternehmerin mit Migrationshintergrund. Mhm. Du hast da 30 alte, weiße Herren da sitzen, weißhaarige Herren, die sagen so, was will dieser Agenturhase uns jetzt erzählen? Haben sie dich auch Agenturhase genannt? Agenturhase. Mich haben sie mit einer sexy, eigentlich diskriminierend. Mich haben sie mit einer sexy Saftschubse verglichen, die aber komischerweise ein IQ über Zimmertemperatur hätte. Oh. Und deswegen würde ich den Etama bekommen. Also das sind so Sachen, die musste ich mir anhören. Ja, und bei mir hieß das, tja, Frau Puls, Sie brauchen ja keine Visitenkarte. Ihre Aussehen ist die Visitenkarte. Das ist eher diskriminierend. Ne? Das ist diskriminierend. Aber dann willst du natürlich ihnen zu überweisen, nee, Junge, so funktioniert nicht die Welt. Und ich hatte wirklich 10 Jahre später, als ich mein Buch geschrieben habe und viel in den Medien war, kam sogar ein Kunde von mir, der mich vorher gar nicht akzeptiert und respektiert hat, so wirklich als Frau, war alle Migrationshintergrund. Dann kam er und sagte, ich muss mich vor Ihnen beugen. Ich habe echt unterschätzt, was sie für... Ja. Und dann gesagt, das ist aber groß. Das machen die wenigsten. Ja, und da habe ich auch gedacht, super, also wirklich toll. Ja. Krass. Super. Was mir aufgefallen ist, das ist ja ein generelles Vorurteil, dass wir alle richtig tough sind, dass wir unsere Weiblichkeit verloren haben. Briefings so nach dem Motto, guck mal, der Teufel trägt Prada, dann weißt du ungefähr, wie die Alte tickt und ist. Mhm. Aber wir sind ja eigentlich nur äußerlich hart, weil wir uns im Leben immer durchbeißen mussten, behaupten mussten. Und aufgeben war ja nie eine Option. Und als Frau vor allem. Du musst als Frau immer schön aussehen, attraktiv aussehen, noch eine super Hausfrau sein, süß super sein, Mutter sein. Putzig. Du musst wirklich alles erfüllen. Ne? Und wenn du einen Mann fragst, dass heutzutage die Männer wirklich einen Erziehungsurlaub einreichen, das finde ich großartig, aber mehr wird nicht von ihnen verlangt. Ne? Und Frauen Corona war ein bestes Beispiel. Ne? Frauen müssen teilweise zu Hause Hausaufgabenhilfe machen, die müssen berufstätig sein, sie müssen zu Hause Haushalt machen, die müssen alles ertragen.
Und das wird halt von uns viel mehr verlangt als von den Männern. Das ist das Problem. Ja, genau. Und wenn du dann wiederum aber dann noch so auftrittst wie wir oder viele auch von unseren Freundinnen oder Kolleginnen oder dann wird alles über einen Kamm gestellt oder in einen Topf geschmissen. Du wirst halt in einen Topf geschmissen und dann bist du unsympathisch oder bist die Feministin oder bist so ein Tough-Cookie, hast jegliche Weiblichkeit verloren. Dabei versteht keiner, dass wir ja aufgrund des Werdegangs oder des Schicksals zu dem gemacht wurden, was wir sind. Was wir sind, ja. Aber dass wir ja trotzdem ein Herz aus Gold haben und Mamas sind und privat ganz anders und mal auf den Arm genommen werden wollen und dass uns mal jemand unterstützt und wir kümmern uns um unsere Kinder und wir lachen zu Hause und hängen auch mal im Jogginganzug auf der Couch und machen Scherze und sind natürlich ungeschminkt. Das sehen die Menschen nicht. Das ist und, du sagst das ja als Deutsche. Ne? Für eine Frau mit Migrationsgeschichte ist ja noch schwieriger immer in Deutschland, weil man sich immer beweisen muss. Mhm. Also man sieht dich nicht als eine, also mich als Beispiel, als eine Deutsch-Iranerin, sondern man will mal wissen, und was sind Sie jetzt, was haben Sie erreicht, was machen Sie, wenn ich sagen würde, ich bin jetzt eine Sachbearbeiterin irgendwo im Amt oder so, werde ich ganz anders beäugelt. Und das finde ich halt traurig. Du musst immer noch mehr dich beweisen, noch mehr sagen, das habe ich erreicht, dies habe ich erreicht. Und das finde ich halt sehr schade. Und deshalb habe ich auch mit meinem Verein dieses Ziel genommen, dass ich dann Frauen dabei helfe, um in ihrem Leben was zu erreichen und in ihrem Leben nicht abhängig zu sein. Wo nimmst du denn die Kraft her? Ich bin viel weniger unterwegs als früher. Früher war ja wirklich, wenn ich mal zu Hause war, fragten mich meine Kinder, Mama, warum bist du zu Hause? Also die haben sich gewundert, wenn ich mal zu Hause mit denen Abendessen gegessen habe. Also ich habe auch reduziert, aber du, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach mein Typus. Ich brauche das. Ich werde auch mit 70 und 80 noch arbeiten. Ich kann es einfach nicht. Aber siehst du das als Arbeit oder siehst du das als deine Passion oder gesellschaftliche Verpflichtung? Gesellschaftliche Verpflichtung und Passion eher heute. Also nicht als Werbeagenturinhaberin, da war für mich Unternehmerin, Geld verdienen und erfolgreich sein und auch mal vielleicht zu beweisen, jeden beweisen, ich kann es, ich habe es geschafft. Mhm. Und auch meinem Vater zu zeigen, das ist deine 13-jährige Tochter, die es dir versprochen hat zu schaffen und sie hat es geschafft. Aber heute ist das eher wirklich mein Traum, weil als ein junges Mädchen habe ich im Iran mich immer gefragt, warum lassen sich die Frauen unterdrücken? Warum müssen sie zwangsverheiratet werden? Warum bleiben sie mit einem Mann zusammen, obwohl sie wissen, dass sie misshandelt werden, dass sie abhängig sind von einem Mann? Und ich habe immer wieder gesagt, ich möchte gerne einen Mann vor der Tür setzen. Und deshalb war es immer ein Traum von mir. Und da ich ja meine Erfolgsgeschichten geschrieben habe und wie gesagt morgens aufgewacht bin, ohne Träume, ohne Wünsche, dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um deine Lebensgeschichte anderen Frauen weiterzugeben. Mhm. Und das habe ich auch nicht bereut. Und ich würde es immer wieder machen, weil was Sinnstiftendes zu tun, erfüllt mich viel mehr, als mit einem Kunden zu diskutieren, ob sein Logo rot, gelb oder pink sein soll oder sein Werbespot 20 Sekunden oder 22 Sekunden sein soll. Das war nice to have, schön. Die gleiche Sinnkrise hatte ich aber auch. Aber dann wurde ich ja, wie gesagt, durch meinen Herzstillstand und Koma aus der Umlaufbahn einmal geschossen. Aber ich hatte das Gleiche, als ich dann so ein bisschen auf dem Weg der Genesung war, aus dem Koma aufgewacht, wie gesagt, du machst nie wieder Werbung, beziehungsweise du machst nie wieder etwas in deinem Leben ohne Sinn. Genau. Ohne Sinn. Da muss eine gewisse Sinnhaftigkeit hinter sein, ansonsten machst du es nicht mehr. Genau. Übrigens, ich wollte auch mal eine eigene Kosmetikreihe machen. Als mein Vater gestorben ist, stand ich ja auch vor der Entscheidung, wo geht die Reise hin? Ich wusste, dass ich meine Agentur nicht mehr führen möchte, das war für mich klar, aber ich wusste gar nicht, in welche Richtung es gehen soll. Und da habe ich mir einen Coach genommen, die mich dann 3 Jahre gecoacht hat und heute sagte sie, du kamst zu mir, hast gesagt, ich möchte gerne was mit Frauen machen und ich möchte gerne was Sinnstiftendes tun. Mhm. Total interessant. Und jetzt machst du es. Ich mache das. Und wir haben uns überlegt, deshalb Kosmetik und wir haben dann überlegt, ob wir dann mal eine eigene Kosmetikreihe für Migrantinnenhaut, das hört sich vielleicht diskriminierend an, aber wir haben, da kommen so viele geflüchtete Frauen schon. Du darfst das ja sagen. Ja, und vielleicht sowas. Dann hieß es, gehen Sie doch in die Politik. Dann kam die Politik auf mich zu und dann gesagt, nee, das ist mir so verlogen. Da fühle ich mich gar nicht zu Hause. Ich bin viel zu ehrlich und ich werde die meist gehasste wahrscheinlich Politikerin, weil ich kein Blatt vom Mund nehme. Also ist auch dann nicht die Richtige für mich. Unternehmerin will ich nicht mehr, deshalb dann kam dieses Thema Creme nicht mehr für mich in Frage. Und dann, bis wir dann zum Entschluss kamen, ich soll doch einen Verein gründen, um Frauen zu helfen. Ich habe noch eine Frage, die ich persönlich auch spannend finde. Wenn du jetzt, also du gehst, keine Ahnung, ins Restaurant oder
auf eine Podiumsdiskussion oder und die Menschen kennen dich noch nicht, ne? Begegnen dir dann noch Vorurteile? Nicht mehr. Wie gesagt, es gab es mal einige Zeit. Sie sehen nicht aus wie eine Frau Pohl. War immer wieder so das der Fall. Das finde ich ja auch geil, die Aussage, oder? Immer. Also ich habe immer gefragt, wie sieht eine Frau Pohl aus? Ah, sie muss groß, blond und blauäugig sein. Tut mir leid, kann ich nicht sehen. Gab es schon oft, wenn ich telefoniert habe mit einem Kunden oder mit einem Dienstleister oder wer auch immer. Sie sind die Frau Pohl, haben sich immer bemustert. Aber das bringe ich mittlerweile bei allen meine Podiumdiskussionen und meine Lesungen, damit sie dann nicht mehr diese Frage stellen. Und deswegen hat sich die Vorurteile dann direkt auch damit abgehakt. Aber ich weiß es nicht, also ich würde jetzt nicht so sehen, dass heute die Leute mich anders und in der Schule früher mit deinen Kindern, wenn du da als berufstätige Mama aufgetreten bist? Natürlich, ich war Rabenmutter. Ich habe einen Blogartikel über das Thema Rabenmutter, weil das Wort Rabenmutter gibt es nur in Deutschland. Und ich sage heute, ich bin stolz Rabenmutter gewesen zusammen, weil wenn ich sehe, wie meine Kinder sich entwickelt haben, meine Töchter, dass sie sagen, Mama, du warst unser Vorbild, sage ich, also warst du doch nicht so schlecht Rabenmutter gewesen. Nur das Wort gibt es, wie gesagt, nur in Deutschland. Nur in Deutschland. Das finde ich schon krass, aber das war ich auch immer. Ich war auch alles. Immer, ich kam mit High Heels und Röckchen und Kostümchen und dann die ganzen Mütter mit ihren Fahrrädern, die frustriert waren. Also ich will jetzt nicht alle verallgemeinern, aber ich weiß genau, was du meinst. Also wir waren da schon ziemliche Lästeropfer und Mobbingopfer so als Working Moms. Aber wenn ihre Kinder außer Haus sind, dann sind sie depressiv und die Männer gehen meistens fremd. Ist nicht immer so, man darf nicht alles verallgemeinern, aber ist häufig leider der Fall. Deshalb Frauen gehen arbeiten, seien unabhängig. Das finde ich witzig. Weißt du, ein bisschen so. Wir sind jetzt leider, ich könnte jetzt mit dir stundenlang weiterquatschen, ja, was echt spannend und ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal ein zweiter Podcast mit uns beiden. Gerne. Was können wir zwei jetzt zum Thema Vorurteile nochmal allen Zuhörern schnell und knackig mit auf den Weg gehen? Ich würde sagen, geht nicht, gibt's nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Motto für Frauen als definitiv auch für Männer. Und der Wille zählt. Und ich sage immer wieder, man liegt natürlich, kriegt man immer Steine in den Weg gelegt. Ja. Baut aus den Steinen was Schönes. Ah, schön. Emi, lieben Dank. Danke dir für die Einladung. Ich danke auch. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal bei meinem Podcast wieder dabei. Danke, Emi. War sau cool. Danke dir, Niki. Niki Bennett, der Podcast. Alle 14 Tage neu.